Willkommen. Heute, unsere Frage des Tages, sind die Münsteraner schon im EM-Fieber angekommen? Das wollen wir mal rausfinden. Bei uns ist sehr viel los in Holland, ja. Jede Straße ist in Orange, mit Flaggen? Flaggen, of, ja. Wie sagt man das? Und da wird wohl viel über gesprochen, ja, das wohl. Und Ihre Meinung dazu, wer wird gewinnen? Ja. Spanien. Bei mir ist das Fieber noch nicht ausgebrochen. Nein. Und wann meinen Sie, wird das dann passieren? Ja, vielleicht heute Abend, wenn ich vor dem Fernseher sitze. Aber sonst, bisher bin ich da noch nicht so ganz drin. Und wer wird gewinnen, was glauben Sie? Ich befürchte, dass die deutsche Mannschaft nicht gewinnt. Also ich meine damit natürlich, dass sie nicht Europameister wird. Ja. Ja, ich bin ein älteres Semester, aber ich habe schon Fußballfieber. Ich bin leider, sag mal, zur Fußballweltmeister oder Europameisterschaft nicht in Deutschland, sondern auswärts. Und ich hoffe, dass ich da die Spiele sehen kann, und ich bin ein begeisterter Fußballanhänger. Ja, und merken Sie das schon Richtung Fieber, oder kommt das dann erst, wenn... Ja, ich freue mich drauf. Ja, ganz. Ich gucke jedes Spiel an, nicht nur der Deutschen, den drücke ich die Daumen ganz fest, aber andere Spiele, die interessieren mich auch, weil ich gerne Fußball sehe. Und da sind ja absolute Könner da, die mir schon einiges zeigen, was im Fußball möglich ist. Ne? Okay. Und wer wird gewinnen? Ich hoffe natürlich die Deutschen. Ich drücke denen den Daumen, aber es gibt starke Gegner, und Portugal, Spanien, Dänemark, Holland sind schon schwere Gegner. Nicht? Und wenn sie es schaffen, also dann bin ich ganz froh, und ich wünsche mir es. Ja. Ich bin zwar alter Fußballer, aber ich sehe das relativ nüchtern, sportlich. Für mich muss nicht Deutschland Europameister werden. Wenn sie es werden, weil sie die Besten sind, ist es gut. Und sonst soll sportlich der Beste halt Europameister werden. Und was halten Sie von den ganzen Fahnen in den Autos? Und wenn jeder, der da Spaß dran hat, soll es so machen. Ja. Ich finde es in Ordnung. Und Sie sind dann einer, der sich das dann im Fernsehen anguckt? Ich gucke es mir im Fernsehen an, sicherlich im Radio anhören oder auch in der Zeitung nachlesen. Aber ich muss auch nicht jedes Spiel sehen, aber sicherlich die Spiele der Deutschen werde ich mir angucken. Wir sind schon in großer Vorfreude. Ja, ihr seid im Fieber. Wir sind im Fieber. Komm, ein steigert sich, kommt ein bisschen mehr her. Um was geht's? Fußball oder Europameister? Ja, wir sind im Vorfreude, ich bin aber auch skeptisch. Weil die Gruppe ziemlich stark ist. Ich bin verhalten optimistisch. Nicht pessimistisch kann man nicht sagen, aber verhalten optimistisch bin ich schon. Und was sagen Sie, wie ist das denn hier? Sie haben ja schon die Brillen und so alles. Ja, Sie heute Abend direkt, gucken Sie sich alle Spiele an? Wir gucken uns heute Abend auf jeden Fall die anderen Spiele an, muss man als Fan. Ja. Dann hat man das schon mal. Und morgen natürlich der Highlight unseres. Ja, wir haben noch mehr Sachen im Hotel. Wir sind auf Kegeltour hier, wir kommen aus Köln. Ah, okay. Und wir haben ja endlich nach diesem FC-Seuchenjahr mal stressfrei Fußball gucken. Ja, endlich, das ist so. Mal wieder ein bisschen Fußball feiern. Ich glaube, wenn wir gegen Portugal verlieren, morgen haben wir schon gegen Holland schon ein Problem. Auch die Dänen sind nicht zu unterschätzen. Also ich hoffe auf ein 1-0 heute morgen Abend. Wäre ich mir zufrieden mit einem guten Start. Aber Deutschland ist eine Turniermannschaft. Ich denke mir, wird laufen. Ja, wir werden uns steigern auf jeden Fall. Aber Titel holen glaube ich nicht. K.O.-Runde, weiß ich nicht. Und Frankreich ist für mich der Favorit. Ja, alle sind recht kritisch. Ich denke, vor 2 Jahren war es irgendwie anders. Vielleicht warum? Wir haben auch immensen Druck, endlich mal einen Titel zu holen. Ich habe das Gefühl, das wird uns blockieren ein bisschen. Ja, da müssen wir durch. Wir Kölner sagen, es hat immer noch Joti jagen. Ich freue mich auf morgen Abend mit meiner Familie und all meinen Nachbarn draußen beim Public Viewing am riesen Bildschirm bei Grillwürstchen und einem ordentlichen Weißbier, das zu schauen, ja. Und Fieber, ja. Ich freue mich einfach auf den Rückflug. Also bei Ihnen ist das dann eher so, wenn Deutschland spielt, sind Sie richtig vorne mit dabei, aber die anderen Spieler eher nicht so? Doch, ich habe 3 kleine Kinder, aber das läuft schon mal nebenbei so, oder abends auf jeden Fall. Schau mir das auf jeden Fall an. Klar, alle Gruppen. Mit meiner Schwägerin, meiner zukünftigen hier Russin. Klar, das ist natürlich Multikulti, da sind wir und uns interessieren alle Spiele. Als Fußballfan ist klar, weil wir sehen, wie die anderen Mannschaften sind, und wenn Deutschland dann ins Finale kommen sollte, wer dann der Gegner ist. Ja, klar. Wer gewinnt? Ja. Deutschland. Ja, Deutschland wird Europameister. Ja, die sind heiß jetzt. Ich genieße Fußball gerne, ja. Aber eine Fieber? Nein. Nein. Wo gucken Sie sich dann das Spiel an? Für mich zum Beispiel ist Sports generell ist total wichtig. Und ein Mannschaftsspiel wie Fußball ist der Hammer.
Eigentlich habe ich früher viel genossen, wie Deutschland früher gespielt hat. Eigentlich wie genauso Dortmund gerade spielt. Eine Mannschaft-Spirit. Ja. Nicht dieses Star-System und nur ein Mann ist der Genie oder so etwas. Das nimmt alles so ein bisschen raus, finde ich. Ja. Ich finde viel, viel, viel besser, wenn eine Mannschaft das Spiel ist. Ah, okay. Ja, das genieße ich. Hast du Fieber? Nein, früher hatte ich mal Fieber. Ja. Stangenfieber. Was macht man dann während der Zeit, wenn alle in den Kneipen gehen und sich das Spiel angucken? Ja, und da sitzt man mit zu Hause dumm rum. Ja. Man müsste, man muss hier mal gucken. Man kommt ja dann durch, morgen. Ach Quatsch, du bist ja gestrichen, Mensch. Nein, ach Quatsch. Lecker mal schön. Ich bin an euch schrubbelig.